Mein Hotkey funktioniert. Sehr schön. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Earthbound. Ich bin der Lycophus Brain und einfach nur Yannick. Das unter mir ist der wundervolle Twitch-Chat, der hier gerade live mit dabei ist, wo wir dieses schöne Spielchen hier erkunden. Genau, wir sind genau hier das letzte Mal stehen geblieben. Ohne irgendwelche Problemchen oder dergleichen. Das ist die erste große Stadt, die wir uns angucken. Hier sind wir, Ornette Town Map. Wir haben schon mitbekommen, dass man irgendwie oben in den Norden gehen muss. Da wartet was auf uns, wo wir als nächstes hingehen müssen, wenn ich das noch richtig weiß. Hier ist ein Hund, denke ich. Reden. Wow, wow. Glaubst du nicht, du brauchst eine Waffe? Wusstest du nicht, dass du im Supermarkt Sachen kaufen kannst, die du benutzen kannst? Ich wusste es. Schön, dass du das wusstest, du schlauer Hund. Yannick, du solltest mal auf deine alten Amnesia-Aufnahmen reagieren. Tux, das könnte eventuell noch kommen. Man sagt, der Boss der Haie hängt beim Riesenfuß herum. Genau, zum Riesenfuß mussten wir ja, wenn ihr euch danach dran erinnert. Hier ist übrigens das Rathaus. Bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Hier waren wir ja, glaube ich, auch noch nicht. Es gibt viele Schlangen und wilde Hunde rund um Ornette. Lässt der Bürgermeister sie einfach machen, was sie wollen? Ich protestiere hier. Ey, dann protestier mal weiter. Ich möchte dich ungern irgendwie aufhalten. Steckst du fest, wenn du einen Tipp willst? Komm und hol ihn dir. Eagle Land Tippgemeinschaft. Der wird aber wahrscheinlich nicht hier drin sein, ne? Nee. Hier sind andere Menschen, mit denen man auch reden kann. Oh, bist du nicht Brain? Warum? Oh. Warum kennt er mich? Ey. Oh, mach nicht diese. Hunde kaufen Waffen im Supermarkt. Ja, deswegen sind die auch immer so gefährlich. Twilight Mirror, hallo! Twitch größer YouTube, so ist das. Oh, bist du nicht Brain? Hast du heute schulfrei? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Putz deine Zähne, bevor du schlafen gehst. Hast du wieder ins Bett gemacht? Woher weiß der das alles? Ich bin echt mies drauf. Warum? Der Bürgermeister mag mich nicht. Ich glaube, ich werde mich eine Weile zurücklehnen. Es könnte vielleicht einige Stunden dauern, diese Papiere zu unterschreiben. So einer bist du also. Wenn der Bürgermeister dich nicht mag, dann machst du deine Arbeit einfach schäbig. Dann wird er dich bestimmt mehr mögen. Hm. Sicherheit. Ein wunderschön, ihr flauschigen... Nee, warte, falscher Schändel. Einige verdächtige Kinder treiben sich im Wald nördlich der Bücherei rum. Ich frage mich, ob sie Haie sind. Da waren wir ja schon bei dem kleinen Räuberversteck. Um ihre Ausbreitung zu verhindern, sollte jemand ihre Treffpunkte schließen. Meinst du nicht auch? Ich habe eine Bewegung gegründet, um Ornettes Kinder vor schlechten Einflüssen zu bewahren. Ich nenne sie Frische Brise. Hum di dum dum. Großartig. Frische Brise. Alright. Was bist du? Habe ich dir schon von der Riesenameise am Riesenfuß erzählt? Oh, Entschuldigung. Ich wollte dir nichts vorwegnehmen. Eine Riesenameise am Riesenfuß, das könnte interessant werden. Hilfe. Ich arbeite im Rathaus, aber irgendwas am Bürgermeister Perkel stört mich. Oder Pirkel. Das bleibt aber unter uns. Wir stellen derzeit keine Aushilfen ein. Ich wollte auch gar nicht arbeiten, aber okay. Gut, dass sie davon direkt ausgehen. Alright. Das Büro des Bürgermeisters ist im ersten Stock. Du brauchst aber einen Termin. Ich werde dich aufhalten müssen, wenn du hinaufgehst. Das will ich sehen. Der Bürgermeister reißt sich den Allerwertesten für unsere Probleme auf. Wie bei den Haien oder den Meteoriten. Hey, bist du der Typ, der die Haie zurück an die Macht bringen will? Oi, oi, oi. Das kann nicht dein Ernst sein. Verzieh dich. Hey. Das war ganz schön gemein. Diese Musik macht so gute Laune. Finde ich auch. Erinnert mich auch sehr an die Banjo-Kazooie-Musik. Hier ist eine alte Dame. Wird einer deiner Freunde bewusstlos, solltest du ihn im Krankenhaus besuchen. Frag einfach die Rezeptionistin und sie wird dich entlassen. Es ist schön daran zu denken, aber es ist auch okay, wenn du es vergisst. Wenn man seinen Freund einfach vergisst, der ohnmächtig geworden ist? Alter, das ist doch voll nicht okay. Das ist in so vielen Belangen nicht okay. Hallo Napster. Dass du wieder hier bist. Wenn du in Schwierigkeiten schreckst, frage deinen menschenliebenden Bürgermeister um Rat. Ja, so viel dazu. Der hat mich direkt weggeschickt. Die alte Wurst. So, wen haben wir hier? Das Rathaus ist im Osten. Du weißt schon, wo die Sonne aufgeht. Ja, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Hier ist alles in Ordnung. Das ist schön.
Warum kann man das nicht in der echten Welt machen? Einfach irgendwo hingehen, prüfen, hier ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich, wenn wir hier irgendwo prüfen drücken würden, würde immer da stehen, hier ist gar nichts in Ordnung, die Welt geht unter. Ist doch normal, dass man seinen Freund im Krankenhaus vergisst. Ja, easy. Ich bin 10 Jahre alt, ich wollte im Rathaus arbeiten. Okay. Wenn du Zeitung verkaufst, hau ab. Wir lesen keine Zeitung. Wir wollen auch keine Milch. Okay. Dann ich, denke ich. Du siehst genauso aus wie aus dem anderen Haus. Hast du 2 Häuser? Ich komme aus der weit, weit, weit entfernten Nachbarstadt. In der Stadt steht die, wie heißt sie gleich? Polarstern-Vorschule. Die Vorschule ist in Gretkes Haus. Gretk beherrscht, wie heißt es, Magie. Du kannst leider nicht lange bleiben, Nepse. Das ist sehr schade. Oh Gott, ein Vogel. Aber ich will doch gar nicht kämpfen. Momentan zumindest nicht. Oh, guck mal. Hier sind wir gerade für uns. Können wir prüfen, ob der Sessel bequem ist? Hier ist alles in Ordnung. Davon gehe ich dann aus, dass der Sessel in Ordnung ist. Dass der Sessel schön Deluxe ist. Deluxe. So. Wollen wir doch mal. Ich habe übrigens eine wichtige Sache vergessen, bevor ich den Stream gestartet habe. Da muss ich jetzt ehrlich sein zu euch. Ich wollte mir einen Kaffee machen. Dementsprechend, ich mache mir kurz einen Kaffee. Bin sofort wieder zurück. Ohne Momentum. Es ist verrückt. Es ist und bleibt ein Rätsel. So, Freunde. Auf euch. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Ah, und damit werden wir jetzt auch schon... Oh. Freunde, ich bin bereit. Jetzt kann der Stream losgehen. Ich habe einen Kaffee. Deluxe. Und das Theme ist lit. Hi, Iblali. Hallo, Victor. Und ja, wie du siehst, ich bin noch ganz am Anfang. Gerade mal eine Stunde im Game. Dementsprechend habe ich noch nicht so viel gesehen. Aber ich bin sehr gespannt. Die Stadt ist außer Kontrolle. Diese wilden Buben hängen hier rum. Und die Polizei verdächtigt alle. Ich werde wohl nach Tucson ziehen, eine Stadt im Süden. Dann viel Freude dabei. Ich weiß übrigens noch gar nicht im Osten, in wie vielen Häusern wir jetzt hier schon drin waren, weil wir waren im letzten Part auf jeden Fall in einigen schon drin, in dem hier noch nicht. Herli X, Agrat, der Schatzsucher, hat endlich etwas Interessantes gefunden. Ich hörte, er will es nur dir zeigen. Er hat es mir schon gezeigt, ihr erinnert euch an den letzten Part. Aber ich habe immer noch ein bisschen Angst vor dem Typen. Ja, ich spiele das blind. Ich habe von dem Game, ich habe schon super viel davon gehört, aber tatsächlich es selbst noch nie gespielt und keinen Playthrough komplett gesehen. Bist du Brain? Mein Sohn sagte, er würde in ein Versteck gehen. Ich weiß aber nicht, was er meinte. Ja, in dem Versteck waren wir ja auch schon. Oh Gott, ihn habe ich gar nicht gesehen. Jetzt hat er uns von hinten angegriffen. Du begegnest Streuner. Hier kommt Streuners Erstangriff. Aua. Ein HP-Schaden. Oh Gott, das tut ja weh wie sonst was. Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon einen Ersatz haben wir bekommen. Auf einen Feind. 6 Kosten. Ich will einfach mal wissen, was es ist. Hypnose. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass er dann uns vielleicht nicht mehr immer trifft. Brain benutzt Hypnose. Streuner schläft ein. Ach, der pennt ein. Guck mal. Ja klar, macht bei Hypnose natürlich auch Sinn. Krass, okay, dann ist das eine echt starke Attacke. Schläft tief und fest. Wird er jetzt sofort aufwachen, wenn wir ihn einmal hitten? Ja, wir haben ihn jetzt natürlich mit einem One-Hit besiegt. Konnte man jetzt schlecht dann dadurch sehen. Die Gruppe erhält 4 Erfahrung. Hell to the yeah, baby. Die Gruppe aka ich. So viele sind jetzt ja momentan nicht mehr in meiner Gruppe. Ups. Heißt Iblalis Twitch-Kanal nicht auch Alligator 1024? Hieß er mal. Er hat sich jetzt, glaube ich, aber in Iblali umbenannt. Also er ist ja hier auch im Chat. Hallo Phil. Schön, dass du hier bist. Ich frage mich, ob Spades Earthbound Patch... Jawoll! Genau. Natürlich musste der Kerl... Ihr müsst ein bisschen Background wissen, was ihr dazu vielleicht wissen müsst. Was man sich auch daraus denken kann. Der Typ, der Spade heißt, oder Spade, der hat eben diesen Deutsch-Patch gemacht von Earthbound, den ihr hier die ganze Zeit mit ansehen könnt. Und
Er hat jetzt einfach diesem arm kleinen, hilflosen Mädchen mit einem Strohhut die Voiceline gegeben, dass sie sich fragt, ob der Earthbound-Patch schon fertig ist. Das finde ich sehr witzig. Das finde ich tatsächlich sehr witzig. Wenn es der Deutsch-Patch ist, den ich kenne, solltest du aufpassen. Der ist an einer Stelle komplett verbuggt. Du wirst merken, wann, sodass das Game freest und du in der Hauptzone nicht weiterkommst. Schreib mir einfach, wenn das auftreten sollte, da gibt es nämlich eine Lösung gegen. Das habe ich schon gehört. Das hat mir irgendeiner schon in den Chat geschrieben, dass man da dann irgendwie einfach auf die englische Version kurz zurückgeht und dann wieder auf die deutsche. Aber ich schreibe dir auf jeden Fall. Aber wie ich auch mitbekommen habe, soll das erst sehr viel später passieren. Glaube ich, hoffe ich. Aber ich melde mich. Sehr gerne, danke sehr. Ich wäre lieber Parkplatzpolizistin. Alles ist so anstrengend geworden. Ich hab's satt. Arbeit ist schon anscheinend nervig für dich. Mann, ich koche. Rede bloß nicht mit mir. Okay, gut. Was kochst du denn? Ravioli? Die Einwohner sind verwirrt. In solchen Zeiten gibt es Aufstände oder Leute spielen verrückt. Also müssen wir Polizisten besonders aufpassen. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Ab der Hälfte das Spiel. Okay. Bis dahin alles Gucci. Sehr schön. Psst, ich gehöre nicht wirklich zur Bande. Ich bin Polizist, auch wenn ich nicht so aussehe. Tatsächlich siehst du jetzt nicht unbedingt aus wie ein Polizist. Das ist ein Gefängnis. Ihr habt hier nichts zu suchen. Okay. Ihr auch? Hey, ich bin hier drin. Such dir eine eigene Mülltonne. Ich hab nur Spaß gemacht. Okay. Adi, hallo, Hallöchen. Ich bin jetzt auch wieder da. Dominik Kinkel. 987. Hi. Schön, dass du hier bist. Boom. Lovely Mangas ist back mit einem Sub, Mann. Herzlichen Dank. Dicken Hype bitte für Lovely Mangas in den Chat. Du warst auf jeden Fall auch schon mal Sub, hast es aber wahrscheinlich nicht die ganze Zeit monatlich am Stissel gehabt und bist jetzt wieder ganz neu dabei. Aber dein Name sagt mir was. Ich muss ja sowieso zugeben, dass ich ja zum Glück noch so eine kleine Zuschauerschaft habe, dass ich mich wirklich fast an jeden Namen hier im Chat die ganze Zeit immer wieder erinnern kann, was ich sehr, sehr schön finde. Du zockst jetzt Earthbound auf der Mini-SNES. Ohne Scheiß, alleine für Earthbound wollte ich mir... Habt ihr gerade auch das Stoppschild da so komisch gesehen? Passiert das nochmal? Immer genau, wenn wir hier rausgehen, fährt da ein Feuerwehrauto oder so lang? Das ist ja crazy. Vielleicht brauchen wir ja wie bei Zelda so Schuhe, mit denen man ganz schnell laufen kann. Dann können wir diesem Feuerwehrauto hinterherkommen. Wie den Briefträger, den man umrennen muss in Zelda oder so. Inkel, Lachflash des Todes. Ja, wenn man Dominik sagt, dann bleibt nur noch Inkel übrig. Aber vielleicht bist du auch Dominik Kinkel. I don't know. Die Mini-SNES ist mega. Ja, die habe ich letztens sogar wieder beim Saturn gefunden, bei uns hier im Ort. Ich war sehr erstaunt, dass die überhaupt wieder in einem normalen Retail-Geschäft ist. Die gab es jetzt ja auch letztens für Prime-Kunden wieder bei Amazon. Ja, ganz verrückt. King LCBG. Ich will dir die Geschichte vom Monster in der Erbsensuppe erzählen, aber ich tue es nicht, weil diese Geschichte nichts mit deinem Abenteuer zu tun hat. Wenn ich weiterhin unwichtiges Zeug labere, könntest du anfangen, die wichtigen Sachen zu ignorieren. Es ist wichtig, mit Leuten zu reden. Und abhängig davon, wann du sie ansprichst, könnte jemand etwas anderes sagen. Oh, dann hat hier jeder auch noch andere Rollen, das ist ja voll. Jede Bäckerei macht heutzutage Glückssandwiches. Sie sind wie Glückskekse, aber man kann etwas gewinnen. Oh ja, und es ist ein Sandwich. Okay, es ist nicht wirklich wie ein Glückskeks. Egal, das Beste, was passieren kann, ist PP wiederhergestellt. Ich wüsste nur gern, was PP sind. Penispunkte. Ich mag Hüttenkäse auf dem Brot. Schon probiert? Es ist der letzte Schrei unter Feinschmeckern. Hüttenkäse auf dem Brot ist jetzt, glaube ich, nicht bei Feinschmeckern unbedingt das Größte. Okay. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Was kann ich Ihnen bringen? Wir haben 20 Euro nur dabei. Ein Skip-Sandwich? Kann man damit einen Kampf einfach überspringen oder so? Man weiß es nicht. Das Glückssandwich kostet 128 Euro? Wissen die überhaupt, dass ich ein kleiner Junge bin, der die ganze Zeit nur Taschengeld von seinem Papa kriegt, wenn er kämpft mit wilden Tieren? Möchte ich nur mal kurz sagen. Wer sind die denn hier in der Stadt? Was seid ihr denn für Räuber? Oh Gott! Du begegnest Yaman Junior und Konsorten. Ei. Das hat 6 gekostet, ne? Verdammt.
Pogo Punk und Yaman Junior. Die sehen ja geil aus. Fangen wir erstmal an mit Yaman Junior. Yaman Junior schwingt seinen Hula Hoop. Daneben. Oh, ein Glück. Pogo Punk stürmt auf dich zu. 16 HP Schaden bei Brain. Brain greift an. 16 HP Schaden bei Yaman Junior. Du hast soeben die Haie kennengelernt. Klar, deswegen auch das Haar auf der Brust. Weil das die Haie sind. Okay, ich möchte jetzt dann aber nur mal einmal kurz sagen, ich habe ein bisschen Sorge, wenn jetzt Yaman Junior treffen sollte und der Hula-Hoop-Typ, ich glaube, dann können die uns töten. Ich weiß dann nicht, ob es jetzt schlau ist, sich erstmal einmal wirklich zu heilen. Ich mache das lieber mal einmal. Ach, guck mal, wir sind ja eh erst nach dem Anzug. Hä? 13 HP Schaden? 6 HP Schaden? Mhm. Völlig voll. Und unsere völlig vollen HP sind 46. Okay, wir versuchen einfach mal unser Bestes. Pogopunk stürmt auf dich zu, daneben ein Glück. Yaman Junior fängt an, hysterisch zu lachen. 16 HP Schaden bei Yaman Junior. Wie viel HP wird er wohl haben? Wahrscheinlich zu viel. Er greift daneben an, sehr schön. Pogopunk fällt hin. Okay, das finde ich natürlich noch schön. Yaman Junior wurde zahm. Sehr gut, wir kriegen das hin, Freunde. Pogopunk stürmt auf dich zu, 14 HP Schaden. Alright. Ren greift an, 16 HP Schaden bei Pogopunk. Direkt nochmal drauf. 18 HP Schaden bei Pogopunk. Pogopunk stürmt nicht zu. Sollen wir es riskieren? Wir riskieren's. Komm schon. Pogopunk stürmt nicht zu. Daneben. Oh Gott. 15 HP Schaden bei Pogopunk. Und Pogopunk wurde zahm. Der Sieg wurde eingeholt. Halleluja. Die Gruppe erhält 28 Erfahrungen. Die möchte ich auch bitte haben. Pogo Hans und Reifen Larry greifen an. Motogen. Hallo. Oder MO2 gehen, falls du gesponsert bist, man weiß es ja nicht. Hallo auch Gianna LP, schön, dass du auch hier bist. Ihr seid also die Haie. Wahrscheinlich greift mich der andere jetzt trotzdem nochmal an, ne? Alright. Alright, alright, alright. Okay, krass. Ich hörte von einem Typen, der jedes Schild, das er findet, liest. Dann sagt er, Shakeroni, bist du das? Nicht, dass ich wüsste. Prüfen. Straße nach Tucson. Da müssen wir tatsächlich nicht hin. Ist auch abgesperrt. Gut. Oh, oh, die Straße ist wieder gesperrt. Das ist unser Weg zum Ruhm. Was sagt ihr jetzt Schönes? Die Straße nach Tucson ist zu. Du kannst dich auch nicht durch die Absperrung quetschen. Ha! Unnett ist berühmt für seine Straßensperren. Ganz sehr gut. Sprich mich nicht an. Ich bin im Dienst. Bis ich Captain Strongs Erlaubnis habe, kann ich dich nicht durchlassen. Danke, Victor, für den Host. Alter, ohne Scheiß, die Haie machen mir ziemlich Angst. Da bin ich ehrlich. Glaube, ich möchte mal einmal kurz einen Hamburger essen. Brain ist Hamburger. Brains HP sind völlig voll. Sehr gut. So. Wir lassen die Haie jetzt erstmal so ein bisschen außen vor. Haben die Teile hier auch einen Eingang oder? Das sind einfach nur kleine Häuser. Die sind jetzt ja plötzlich überall. Pizza. Demnächst eröffnet Pizza Pronto Zweigstelle Onet. Da ist eine Spielhalle. Da dürfen wir wahrscheinlich sowieso eigentlich noch nicht rein, weil wir viel zu jung sind. Merkel Krankenhaus. Als ob. Safe. Safe heißt dieses Krankenhaus nur im Deutschpatch Merkel Krankenhaus. Es heißt, wetten, es heißt im Englischen, ja, im Englischen heißt es jetzt Trump Krankenhaus oder Obama Krankenhaus. Das kam 1995 raus, da war Obama doch nicht Präsident, Alter. Oh mein Gott. Wer war 1995 Präsident in den Vereinigten Staaten? Washington? War der da noch, Washington, ja. War da George Washington noch Präsident? Weiß es nicht. Der Georg. Clinton? Clinton. Okay, sehr gut. Der gute alte Telefon. Blowjob Clinton. Wer kennt ihn nicht? Danke sehr. Ihr seid auf jeden Fall aufgeschlauter als ich. Ich bin da nicht so am Start. Das beste Krankenhaus in Unet. Euer Leben in unseren Händen. Das ist ja schön. Alter, was hast du denn für eine Friese? Sind das kleine Haare, die abstehen, oder sind das Läuse? Die Klippe, von der man das Meer sehen kann, ist wunderschön. Sie liegt da drüben. Allein der Gedanke daran fesselt mich. Dann ist ja gut. Google Regel. Danke sehr. Ohne Scheiß, das beruhigt mich sehr. Dass wenigstens manche von euch googeln mussten. Nicht alle, viele von euch wissen das wahrscheinlich.
George Washington, habe ich gedacht. Ich meinte doch George Bush. Habe ich George Washington gesagt? Habe ich fucking George Washington gesagt? George Washington lebte von 1732 bis 1799. Freunde. Ich gehöre erschossen, Alter. Aua! Ich meinte natürlich Bush. Der mit dem Schuh abgeworfen wurde. Und angeblich bekannt war für schlimme Dinge, die passiert sind in der Welt. 1995, wer war da Präsident? George Washington? Safe. 18. Jahrhundert, 21. Jahrhundert. Ja, 20. Jahrhundert. Scheiße. Hallo, du bist? Sag, hast du jemals an einer Krankheit oder einem Status gelitten, welche im Krankenhaus nicht geheilt werden konnte? Zum Beispiel Diamantisierung. Das ist wahrscheinlich, wenn man geldgeil ist, ne? Bis gerade hat niemand den Fehler bemerkt. Sprich, wusste niemand. Ja, ich weiß. 1995, das 21. Jahrhundert. Ich hab danach ja 20. gesagt. Leise. Bei der dein Kopf hart wird wie ein Diamant. Oder Pilzung, bei der Pilz auf deinem Kopf wächst. Bist du je von einem dieser peinlichen Zustände befallen, können wir, die magischen Heiler, dir helfen. Wir sind bereit und warten in der Eingangshalle eines jeden Krankenhauses. Die Person neben mir ist der Großmeister der magischen Heilung. Okay. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin ein Wunderheiler. Solltest du irgendwelche Beschwerden haben, die das Krankenhaus nicht behandeln kann, bin ich derjenige, der dir helfen kann. Wie kann ich helfen? Nein, du kannst mir nicht helfen. Komm wieder, wenn du mich brauchst. Das werde ich tun. Hey Brain, kannst du mal Earthbound Halloween Hack zocken? Du wärst der erste Deutsche, der das zockt und dann auch aufnimmt. Gumpasia, das wird auf jeden Fall auch noch getan, nachdem wir aber erstmal Earthbound durchspielen, was wahrscheinlich die nächsten 40 Stunden unseres Livestreams-Daseins hier einnehmen wird. Bin ich mir sehr sicher, so viel wie ich hier rumlaufe. das wird dauern. Aber gerne. Wie kann ich dir helfen? Ja? Nein? Ganz normales Gespräch. Ich habe gerade etwas Zeit. Soll ich dir unser System erklären? Ja, komm. Wenn ein Freund von dir bewusstlos wird, komm sofort ins Krankenhaus. Solange du den Doktor bezahlen kannst, ach, so ist das, Healthcare, hallo, wird dein Freund in 0, nichts geheilt. Wenn du ihn nicht bezahlen kannst, wird er leider sterben. Es tut mir leid, das Spiel ist dann vorbei. Auch wenn du nicht bewusstlos bist, sprich mit dem Doktor, wenn du dich nicht gut fühlst. Das gilt für alle Krankenhäuser weltweit. Weltweit sogar. Denk dran, nächster Part erst in 2 Jahren. Ja, ganz wichtig. Leverix, ich zock das auf dem PC mit dem S9X-Programmchen. Ich hörte, unser Doktor ist der Beste weit und breit. Hihihi. Weit und breit in fernen Ländern. Ich kann jeden von euch für Euro 0 untersuchen. Ich bin ein bisschen suspicious. Für Euro 0? Ich vertraue ihm nicht. gucken wir mal, ob es wirklich die 0 Euro sind. Ich glaube, mit dir ist alles soweit okay. Bester Arzt. Bester Arzt. Wo ich dich gerade so sehe, ich glaube, mit dir ist alles okay. Easy. Gar kein Problem. Alles gut. Neuerdings muss man übrigens die Preiszahlen wirklich so schreiben, immer Eurozeichen davor, damit auch alle... Hat die gerade einen Moonwalk hingelegt? Ich wollte meinen Freund im Krankenhaus besuchen, dann habe ich gemerkt, dass ich Michael Jackson bin. Als ich auf dem Flur ausgerutscht bin, jetzt bin ich auch im Krankenhaus. Das könnte die Basis einer tränenreichen Tragödie werden. Naja, vielleicht auch nicht. Bei dir passt alles, tschüss. Ja, ist wie im RL, echt so. Willkommen im Wundert Krankenhaus, mir gehört der Laden. Ha, reingelegt. Scheiße, ich bin so drauf reingefallen. Entschuldige, ich bin nur Patient hier. Ja, wahrscheinlich hast du irgendwas mit dem Hirn, denke ich. Ist ein bisschen verrückt. Hier ist alles in Ordnung. Das ist großartig. Hi Brain und Chat. Hallo Kipperin. Schön, dass du auch wieder hier bist. Du siehst aus wie Helen Keller, als sie das erste Mal Wasser berührte. Du siehst... Helen Keller... Das ist ein Spaß, den ich nicht verstehe. Wer ist Helen Keller? Ich google das jetzt. Helen Keller. Mhm. Was hat das jetzt mit dem Wasser zu tun? Was ist mit ihr passiert, als sie das Wasser... Was? Hilfe? Kenn doch nix, Freunde. Hallo Mr. X, hallo LC Lorena, hallo Don't Kill My Koala. Ich hoffe, niemand killt deinen Koala, um Gottes Willen. Und natürlich auch hallo Utsubio. Schön, dass ihr alle hier seid. Was? Du willst meine Tochter besuchen? Bumm. Black Butterfly...
Fly wahrscheinlich, mit einem X, weil XYZ. Wo sind deine Freunde? Black Butterfly und Black Butter. Danke sehr für den Sub, Mann. Herzlichen Dank für den Twitch Prime Sub. Dicken Hype raus. Da wir gerade bei dem Thema sind, du siehst voll aus wie Klängern. Herzlichen Dank, das habe ich noch nie gehört. Gruß. Ich glaube, es ist soweit. Du rufst also jede Nacht an und redest stundenlang mit ihr. Oh, das bist du nicht. Warum bist du dann hier? Weil ich gerne Leute angucke. Ich wurde von einer Maus gesmashed. Was? Was? Kennst du nicht den Helden Keller-Film? Nein, es tut mir leid, wirklich nicht. Ja, ich hoffe es auch. Ich habe da schon diverse Drohungen bekommen. Ich hoffe, aua. Geil! Lysander schreibt in den Chat Smash und wird erstmal getimeoutet für den Caps. mein Bot rastet aus. Lysander, ich würde aufpassen. Du bist jetzt auf einer schwarzen Liste. Wenn du jetzt noch einmal was Schlechtes schreibst, ne? Eieiei. Oh, Gianna LP. Achtung. Es ist alles nur ein Spaß, Freunde. Moment, ich stelle das mal eben kurz um. Ich glaube, hier war das irgendwo drin. Oder? Caps Protection. So, Caps Protection ist jetzt draußen. Und mich nervt das persönlich auch. Ihr dürft gerne capsen. Ich meine, Gottes Willen. Als ob ihr wegen sowas rausgekickt werden sollt. Du bist Klänger mit einer Ya Like Jazz Mütze. Ya Like Jazz? Ja, stimmt. Oh Gott, ich hab die größte Twitch-Regel vergessen. Niemals sagen, dass man capsen darf. Yay, endlich gesmashed. Geil, Mann. Ja. Doof. Auch wenn du arm bist, ein zweites Haus kann sich bei uns jeder leisten. Das spricht nicht für eure Häuser. Caps only chat incoming. Ja, ohne Scheiß, ich mach gleich einen Emote only chat auf. Aussichtspunkt Eigenheime. Alright. Sieht dieses Haus nicht toll aus? Du kannst es kaufen. Nur 7.500 Euro. Puh. Hallo Hero LP, schön, dass du hier bist. Es hat Meerblick und der Sonnenuntergang ist wunderschön. Man sollte wirklich ein eigenes Haus besitzen. Willst du es kaufen? Ja. Du hast keine 7.500 Euro? Es war reine Zeitverschwendung, mit dir zu reden. Ich komme nochmal wieder. Spielt der hier am Rand einfach... Ich muss der glücklichste Mensch auf der Welt sein. Dass ich meine Trompete an diesem schönen Ort spielen kann. Ich lasse meine Melodie über die ganze Stadt erschallen. Halleluja. Hast du selbst hier gehört in Köln? Crazy. Geht's hier irgendwo in einen geheimen Gang oder so? Nein. Ich drehe 12-Jährigen auch immer Häuser für 7.500 Euro an. Ja, natürlich, oder nicht? Ha! In der Richtung ist das Meer, Dude. Capsen ist also erlaubt. Ich kenne da jemanden, dem das nicht gefallen wird. Anarchie! Abscheuliche Krähe pickt in deine Augen. Ein HP-Schaden. Ah! Schmerzt, Freunde. Abscheuliche Krähe pickt in deine Augen. Ah! Nochmal ein Schaden. Das war der andere Nippel. Dass sie überhaupt so lange überlebt. Du solltest vor mir niederknien. Als ob du so schnell die ganze Zeit ausweichst. Stirb, Krähe. Geht doch. Danke. Tschüss. Sieg! Die Gruppe erhält 3 Erfahrungen. Der Gegner hinterlässt ein Geschenk. Und zwar einen Keks. Brain nimmt es mit. Wundervoll. Alright. Ich würde tatsächlich gerne noch mal einmal kurz im Hotel speichern. Und mich dann noch ein bisschen weiter nochmal oben umgucken. Das sieht schön aus. Ich will's haben. Es glitzert. Es glitzert. Der magische Schmetterling entspannt Brain. Wisst ihr, was eigentlich das Geilste gerade daran war? Dass das alles zum ersten Mal, dass ich es nicht kannte, hinter diesem Schild passiert ist. Das war so richtig, das hat es gerade noch viel magischer gemacht. Die
casual das Game am Anfang einfach wirkt. Später wird es Deep Shit. Das habe ich auch schon gehört. Jetzt gerade wirkt das wirklich einfach so, als ob ich in einer Sims-generierten Welt rumlaufe. Wir wissen alle, was da passiert. Viele von euch wissen, was da passiert. Das ist das Schöne. Ich weiß nämlich gar nichts. Ach, oder meintest du, was da passiert ist hinter dem Schild? Also, da ist eine Menge passiert mit dem Spetterling. Junge, Junge. Huiuiui. Wir können auch gerne unsere Mom nochmal einmal anrufen. Mama. Brain, sag nichts. Ich weiß genau, was du gerade denkst. Mein Sohn, wer hätte gedacht, dass du mal so ein mutiger Junge wirst? Oh ja, du bist ein Held, Schätzchen. Klick, du, du, du. Wunderbar. Dann speichern wir jetzt nochmal eine Runde. Brain, Papa hier. Ich habe 44 Euro auf dein Konto eingezogen. Abzüglich dessen, was du ausgegeben hast, hast du jetzt noch 131 Euro auf der Bank. Nun Erfahrung fürs nächste Level, Brain 24. Wie auch immer, was möchtest du speichern? Dein alter Vater wird sich auch gleich ins Bett legen. Wie oft gehst du eigentlich in dein Bett? Musst du nicht arbeiten? Der geht immer nur ins Bett. Brain, du arbeitest gerne hart. Das tue ich. Wunderbar. Bienchen und Blümchen, habe ich recht? Ja, so, ja, nein, ja, Hilfe. Genau, hier oben sind wir auf jeden Fall auch schon lang gegangen. Hier war der Supermarkt. Hier ist dieses Riesenhaus. Was war das? Die Blumen im Garten repräsentieren die Blumen in deinem Herzen. Behandle beide gut. Gut, dass ich gerade mitten drüber gelaufen bin. I'm sorry. Ich glaube, hier oben waren wir tatsächlich noch nicht. Ein Mädchen namens Gretke lebt in Tucson. Ihre Mutter betreibt bei sich daheim eine Vorschule. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen der Schule. Aber ich hörte, Gretke ist sehr besonders. Warum? Ich vergaß zu fragen. Naja, wir haben das eben schon mitbekommen in einem Gespräch, wie die hieß. Der Supermarkt ist im Osten. Osten ist gegenüber von Westen. Oh, wow, danke. Falls ihr Leute kennt, die einen Rechts-Links-Schwäche haben, ganz easy. Falls die fragen, wo ist rechts, sag einfach gegen andere Richtung von links. Steht ihr? Ich wollte einen Witz machen. Ich hab's nicht geschafft. Ich kenne Earthbound auch kaum. Hab mal den Anfang angespielt und kenne den Endpost durch Spoiler, mehr nicht. Guck mal. Haben wir doch schon mal was gemeinsam. Nur ich kenne, also ich hab was vom Endpost gehört schon mal, aber nicht wirklich was gesehen. Als wenn jemand zuhört. Richtig. Du Idiot. Weil. Warum bin ich ein Idiot? Hey! Ist voll gemein. Ja! Ein Slange. Ich möchte meinen Namen roter. Was ist gerade passiert? Lag das eventuell an dem Schmetterling, dass wir gerade für einen Kampf unverwundbar waren oder so? Ich hörte ein großer Fußabdruck auf dem Berg hinter der Hütte. Ich habe ihn aber nie selbst gesehen. Es ist nur ein Gerücht. Diese Hütte wurde vom Rathaus gesperrt, also können wir nicht hinein. Der Grund dafür ist, weil ein Punk namens Frank dort gewütet haben könnte. So ein Mist. Wir können uns nicht einmal umziehen und Hotels sind so teuer. Irgendwann bist du so strong, dass du nicht gegen die fighten musst. Ah, guck mal. Das ist cool. Hängt vom Level ab. Okay. Das ist sehr cool. Ich dachte schon, dass ich wirklich wie Borderlands-mäßig immer wieder gegen die kleinen Fliegen kämpfen muss. Du hast die Schlange mit deinem Blick zerstört. So, also irgendwie wütet ein Typ namens Frank. Das sollte ich mir jetzt nochmal einmal kurz ins Gewissen rufen. Hi, Anime Gaming and More. Schön, dass du hier bist. Und vielleicht finden wir den ja auch irgendwo, zufälligerweise. Kann ich mit den Haien da reden? Die sind so langsam gerade rumgelaufen. Der sieht aus, als ob er kämpfen will. Du warst es! Du hast meinen Kumpel vermöbelt, nicht wahr? Gib's lieber zu. Hab ich, ja? Du begegnest Pogo Punk. Hell yeah. Oh, du wirst erstmal eingeschläfert. Pogo Punk fällt hin. Brain benutzt Hypnose. Pogo Punk schläft ein. Hell yeah, baby. Jetzt werden wir nämlich auch sehen, wenn er schläft und wir ihn angreifen, ob er dann wach wird. Würde ja eigentlich Sinn machen. Nee, der schläft weiter. Der schläft so tief und fest, den kannst du ins Gesicht treten. Der denkt sich trotzdem, oh, schön, 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 schön angespannt, angenehm hier. Hm.
Brain greift an. Wunderbar. Pokepunk wacht auf. Er ist wach. Er stürmt auf mich zu und daneben. Ein Glück. Kriegen wir den Tod, ohne einmal angegriffen zu werden? Oh ja, das kriegen wir. Sieg! Mir könntest du im Schlaf auch ins Gesicht treten, to be honest. Okay, das ist eine Information, die ich mir in meinem Kopf speichern werde, bis wir uns irgendwann mal begegnen und dann schläfst du. Dann spring ich dir in den... Nein, nein. Ein Hamburger, den nehme ich gerne mit. Was haben wir hier alles? Hier ist alles in Ordnung. Ah, was ist das denn hier? Mit wem sprichst du? Mir selber. Hey Junge, willst du bei uns Mitglied werden? Ja? Komm wieder, wenn du mit Earthbound fertig bist. Oh. Das finde ich immer richtig cool, wenn am Anfang von einem Spiel gesagt wird, komm zurück, wenn du es durch hast oder so. Ich weiß nicht, ob das wirklich safe irgendwas jetzt zu bedeuten hat, aber, interessant. Nein. Sei nicht so eingebildet. Oh. Oh. Oho. Okay. Ja, Mann Junior. Okay. Schwingt sein Hula-Hoop. 14 AP Schaden. Ey, das macht echt immer noch gut Schaden. Halleluja. Einmal können wir auf jeden Fall nochmal. Nochmal 16 AP Schaden. Danach müssen wir jetzt gleich unbedingt was... Ich hätte vorher heilen müssen. Wenn er uns jetzt angreifen sollte, bevor wir das essen... Meine Kamera geht wieder aus. Yippie. Brain bricht unter Schmerzen zusammen. Das erste Mal, dass das passiert ist, tatsächlich. Guck mal. Und warum geht meine Kamera immer wieder aus? Ich habe es extra so eingestellt, dass es nicht mehr passiert, aber... irgendwie hat die nicht so Bock. Brain! Sieht so aus, als wärst du nicht ganz bei der Sache gewesen. Willst du das nochmal versuchen? Ja, natürlich. Brain entschied sich, seine Kräfte zu sammeln, bevor er zurückkehrt. Viel Glück. Das ist also der Rip-Screen. Okay. Was ist das für ein Hula-Hoop aus Zement? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh! Da sind wir gerade nochmal reingekommen. Ah, der hier unten ist aber weiterhin tot. Will you look at that? Das sind echt viele von denen, ne? Crank hat eine unglaublich starke Waffe. Solltest du sie in die Finger kriegen, könntest du sicher jeden Gegner besiegen. Also irgendeiner, vielleicht sogar der, ich meine nämlich der vielleicht im Hintergrund, der da noch stand. Hier im Garten. Dass der eventuell der Frank ist. Willst du bei uns Mitglied werden? Nee. Sei nicht so eingebildet. Jetzt hat es natürlich auch nicht gespeichert, dass wir den Schmetterling eingesammelt haben. Ich glaube, das hatten wir... Nee, das hatten wir vorher gemacht. Weil unsere PP jetzt wieder leer sind. Nun gut. Wir machen mal eine Attacke. Hysterisch zu lachen, das ist gut. Da können wir angreifen, ohne dass was passiert. Das gefällt mir. Daneben! Oh, nice! Es läuft super für uns. Ja, mein Junior wurde zahm. Guck mal, so soll's aussehen. Ich sah in manchen dieser Arcade-Automaten das allererste Donkey Kong Game. Oh, das ist cool. 13 Erfahrung und ein Level Up, Freunde. Und ein Level Up. Die Kamera ist jetzt schon wieder so hochgerutscht. Oh. Vitalität um 1, IQ um 1, maximaler HP um 14, 14. PP um 4. Schön. So, jetzt können wir nämlich hier in den Garten hier hinten gehen. Was ist das hier? Sieht nach einer Menge Arbeit aus. Das auf jeden Fall. Du bist bestimmt Frank, ne? Ich bin Frank. Du bist... Komm schon. Kannst du nicht wenigstens seinen Namen sagen? Frank greift an. Okay. Auf Frank. Frank fuchtelt wild herum. 14 AP Schaden bei Brain. Wir greifen an und natürlich daneben. Schwingt sein Messer. 32 AP Schaden. Und wir machen 8 AP Schaden. Es läuft großartig. Also wenn er jetzt noch einmal mit seinem Messer hantiert, Frank sagt etwas Fieses. Brains Mut sinkt um 4. Nein, kannst du nicht machen. Die Musik ist wirklich mega. Wir sollten wirklich mal gucken, dass wir unsere PSI vorher füllen. Aus dem einfachen Grund, weil wir ihn dann vielleicht einschlafen können. Brain versucht zu fliehen.
Aber er schafft es nicht. Frank schwingt sein Messer. Ich glaube, wir werden hier jetzt nochmal sterben. Ziemlich safe. Frank sagt etwas Fieses. Du kannst doch nicht meinen Mut die ganze Zeit so runterhauen. Du böser Mann. Frank fuchtelt wild herum. Smash! Tödlichen Schaden! Eieieiei. Brain bricht unter Schmerzen zusammen. Krass. Ja, ich möchte es nochmal versuchen. Sehr gerne. Der Typ hat mir am Anfang auch sehr viel Frust bereitet. Ja, ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich bin... Wo geht das gerade hin? Ich bin, auch sehr blöd hier reingerannt, muss man ja zugeben. Also, ich möchte meine PP auffüllen. Wie kann man seine PP auffüllen? Das ist jetzt erstmal die nächste Frage, die ich habe. Was ist, wenn wir jetzt eigentlich ins Krankenhaus? Im Krankenhaus können die ja nur unsere HP auffüllen. Übrigens, falls ihr euch... Holly LP is now auto-hosting you for up to 122 Viewer. Ja, Halleluja. Wenn jetzt irgendeiner im Holly-Chat ist... cheers to you, to the people from the Holly-Chat. Falls Leute davon hier gerade rüberkommen. Wir spielen eine Runde Earthbound. Ein etwas älteres Spiel, was ich unbedingt mal gespielt haben muss und mal so auf der Liste von allen Gamern ja irgendwie draufsteht. Das spielen wir jetzt. Das wird, glaube ich, sehr cool. Wenn du in einem Hotel schläfst, lädst du die PP auch vollständig auf. Ja, wunderbar. Dann werden wir das nochmal in Angriff nehmen. So. Wir müssen erstmal kurz Geld abheben. Weil wir haben ganz viel hier drauf. Mit wem sprichst du? Willkommen beim Geldautomaten. Bitte wähle eine Transaktion. Abheben. Dein Kontostand 171 und ich möchte gerne, nicht 100, heben wir 50 Euro ab. Von deinem Konto wurden 50 Euro abgehoben, bitte Geld entnehmen. Sehr schön. Ein Spiel, das rauskam, als George Washington Präsident war. Das ist sehr wichtig, Freunde. George Washington war 1995 Präsident, müsst ihr wissen. Es ist auf so vielen Ebenen falsch, dieser Satz. Willkommen im Hotel Unet. Eine Nacht kostet 35 Euro. Möchtest du über Nacht bleiben? Jawohl. Stand da gerade das ganze Alphabet? Falls ja, warum? Ach, mit euch habe ich auch schon geredet, das weiß ich noch. Wir haben 80.000 auf YouTube. Gamegler, ich weiß nicht genau, wer du bist, aber das freut mich für dich, falls du deinen Channel meinst. So, wir speichern nochmal einmal eine Runde. Hm. 122 Erfahrung brauchen wir fürs nächste Level. Das ist schon eine Menge. Ja, wir spielen weiter. Genau. Keine Sorge, ich habe die 80.000 nicht auf YouTube geknackt. Das wären mal eben über einen Sprung 50.000 Abonnenten dazu. Das wäre ein bisschen krass. Minimal. Nee, dein. Das glaube ich nicht. 80.000 Abonnenten wäre sehr heftig auf YouTube. Hast du schon im Drugs so eine stärkere Waffe zugelegt? Da wollte ich noch hin. Es wurde gesagt, es gab bessere Waffen auch im, im Supermarkt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo der Supermarkt war. War der oben? Könnt ihr einfach mal gucken. Shop. Da oben will ich hin. Auch ganz normal, dass ein 12-Jähriger 55 Euro mit sich rumträgt. Ja, aber. Okay, jetzt habe ich Pizza gegessen und bin glücklich. Das freut mich sehr. This username is Awable. Schön, dass du hier bist. Awable. Englischmann. Ich kann das. So. Hallo, wie kann ich helfen? Was kann ich Ihnen bringen? Hustensaft hattest du nur. Ja, das Hustensaft bringt mir nicht so viel. Hi, kommen Sie hier rein. Was kann ich Ihnen heute für Sie tun? Kann ich Ihnen behilflich sein? Ah, guck mal. Das sieht doch gut aus. Ah, stimmt, das war ja so, wenn es sehr viel besser ist oder so, dann leuchtet der Rahmen unten. Das 7er Eisen ist zwar ziemlich teuer, aber dadurch, dass es so teuer ist, denke ich auch einfach mal, dass es sehr stark ist. Willst du das irgendwie ausrüsten? Brains Angriff ändert sich 13 in 17.
Ristiger Schläger verkaufen, ja, können wir ja ruhig eigentlich. Und dann würde ich gerne noch dieses Armband haben. Wie viel hat das Armband gekostet? Das würde ich mir auch gerne noch holen. Hm. 98. Alter, ist das teuer. Bumm. M zu dem Alu. Danke sehr für den Zapmann. Aka Malu, denke ich mal. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Viel Spaß mit den ganzen Sub-Emoticons, die du jetzt hast. Ich habe mir jetzt eine Pizza für 50 Euro bestellt. Alter, was ist da drauf? Hummer? Ah, ich weiß, vergesse immer, dass ich prüfen muss. Will ich mir dieses Armband holen? Ist das so geil? Weil wir müssen dafür schon echt viel Geld holen. Es geht eigentlich. So viel Geld müssen wir noch nicht mal holen. Also 80 Euro ist schon trotzdem ist schon viel Geld, aber das ist okay. Holen wir uns 81. Ist die 1 Euro davon weg. Okay. Also. Was kann ich heute für Sie tun? Kommen Sie herein. Schön, ich bin schon die ganze Zeit hier, aber danke. 98, oh Gott, das kostet 1 Euro mehr. Mann. Macht schon tatsächlich Sinn, das Armband zu holen und man grindet Cash sehr schnell in dem Game. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin halt immer vorsichtig, Geld auszugeben, gerade so früh bei einem Game. Aber wir haben jetzt ja schon so viel Geld. Ich hatte schon 171 Euro oder so, bevor ich überhaupt irgendwas abgehoben habe. Ich finde diese Hunde so lustig gepixelt. Ich finde, die sehen auch sehr süß aus. So, billig Armband. Ja, ich möchte es gerne ausrüsten. Von 10 und 15. Sonst brauche ich nichts, nee. Auf der Pizza ist Käse, 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 Käserand, viel Fleisch, ach und Käse. Es klingt wie die ausgewogenste Pizza, die super ist. Wahrscheinlich bist du gerade auf einer Low-Carb-Diät, richtig? So, wir speichern nochmal eine Runde. Ich weiß übrigens, weil ich spiele hier auf dem Emulator, dass ich auch die ganze Zeit Save State setzen könnte. Aber ich muss trotzdem zugeben, dass ich dann eher noch hier immer so ein bisschen den normalen Weg wählen möchte und immer über den Apparat speichern möchte. Brain, du bist so geil. Ich hoffe, dass du mal den Halloween-Hack spielst. Wie gesagt, mach ich nach dem Game. Auf jeden Fall. Ich habe gehofft, ich komme von ihm weg. Meine Hoffnung wurde zerstört. Hier kommt Pogopunk und Konsorten. Erstangriff. Ein 9 HP. Das ist auf jeden Fall sehr viel weniger als vorher. Will ich jetzt versuchen, vor denen wegzulaufen? Oder will ich mir die Erfahrung von den Geiern holen? Wir holen uns die. Pokémon greift an. 1 HP Schaden. Sehr gut. Brain greift an. 23 HP Schaden. Sehr schön. Nee, als ob. Die Namen der ersten drei Städte. 1, also Onette. 2, Sun. Und 3. Earthbow Humor in a nutshell. Wunderbar. Richtig gut. Die dritte Stadt kannte ich ja noch nicht. Umso witziger. Sieg! Wow, that humor. Ja, das ist der Humor von diesem schönen Spielchen. So, bevor wir da jetzt auf jeden Fall gleich mit irgendwem anders noch kämpfen, würde ich mir gerne irgendwie was reinpfeifen. Gegen dich muss ich jetzt nicht noch auch noch kämpfen. Nein. Ein Keks. Brain isst Keks. Vielleicht essen wir sogar noch einen Keks. Sachen. Ein Keks. Völlig voll. Sehr schön. So, kommen wir irgendwie an dir vorbei? Du holst uns ein. Gemein. Also, merkt euch das, Freund, ihr könnt nicht weglaufen. Na gut. 10 HP Schaden. Eieiei, warum macht der denn jetzt so viel Schaden? Wir haben doch gerade noch so schön alles weggesteckt. 9 HP Schaden. Krass. Gerade hast du nur einen gemacht. Einen.
Gruppe erhält 15 Erfahrungen, der hinterlässt ein Geschenk und ein Hamburger. Sehr, sehr, sehr geil. Ich glaube, am besten wäre es tatsächlich, wenn wir uns vorher, wenn wir eigentlich so gesehen nochmal speichern würden. Aber ich würde mir, glaube ich, vorher sogar auch nochmal... Ach Gott, jawoll! Wo kommst du denn jetzt plötzlich her? Du Sack! Wenn wir uns vorher noch irgendwelche Heil-Items holen, fände ich zumindest recht nice. Gut, den haben wir wenigstens down gekriegt, ohne überhaupt angegriffen zu werden. Das ist sehr schön. So. Aber Erfahrung farmen ist auch gut. Muss man ja auch einfach mal zugeben. In der Bäckerei war, glaube ich, kein Geldautomat. Nein. Aber was hattest du denn und wie viel hat das gekostet? Was kann ich Ihnen bringen? Brotlaib. 12 Euro. Okay. Wie lange gedenkst du, dass du heute spielst? Das kann ich noch gar nicht absehen. Ich weiß nur, dass ich Diana eventuell, ich glaube um 17 Uhr ging es los, also eventuell irgendwie um 7:30 oder so abholen muss. Aber das ist ja bis dahin auch nochmal 1,5 Stunden. Kann auch sein, dass ich sie nicht abholen muss. Ich wollte heute aber auch noch ein anderes Game, glaube ich, spielen. Ja, genau, da kam noch ein anderes Game raus, was ich unbedingt noch spielen wollte. Ich möchte gerade nichts, tatsächlich, weil ich möchte vorher das Geld abheben und die ganzen Heil-Items holen. Dann will ich nochmal speichern und dann können wir nochmal zu Frank gehen. Ich weiß noch gar nicht. Also wie gesagt, meine Streams sind immer Open-End, von daher... Take a seat, lean back. Hell yeah. Wilson's Heart. Nein, Wilson's Heart möchte ich nicht spielen, aber es kam... Oh scheiße, ich hoffe, man kann das noch spielen. Das muss ich mal eben ganz kurz checken. Es gibt eine Open Beta von einem Game, und zwar Darwin Projekt. Das ist auf Steam rausgekommen. Und die haben eine Open Beta gehabt, das sehr interessant aussah. Bis zum 21. ist die Open Beta. Es ist allerdings bis Friday 9 p.m. Bis Monday 6 a.m. Okay, geht auf jeden Fall bis nachts. Wir können das noch spielen. Mit wem sprichst du? Ja, ich spreche immer mit allen Gegenständen hier. So, wir holen uns erstmal wieder ein bisschen Geld ab. €80. Ja, gut. So, jetzt können wir nochmal speichern. Eigentlich nicht. Eigentlich will ich vorher die ganzen Heil-Items... Ach, meine Güte. Ich mache mir viel zu viele Sorgen, dass ich die ganze Zeit hier speichern will. Das gibt's gar nicht. Ach, Darwin-Projekt. Das ist so ein Survival-Game, oder? Ja, genau. Das ist ein Survival-Game, wo nur 10 Leute immer gegeneinander spielen und ein Spectator, der so Map-Geschehnisse auslösen kann, die das Spiel nochmal interessant machen. Und es ist ein Game zwischen Battle Royale, also sowas wie A1Z1 oder PUBG, und Survival-Aspekten. Kannst du bitte nicht vor mir weglaufen? Also du musst trotzdem so face-to-face gegeneinander kämpfen. Aber du kannst dir auch Sachen craften, dass es dir besser geht. Du hast dann eine bessere Rüstung und so. Und dafür musst du halt Sachen einsammeln. Das spiele ich auf jeden Fall heute noch. Wenn ich nicht Diana irgendwann noch abholen muss oder so. So, ich möchte mir gerne noch ein Brotlaib holen. Und dann möchte ich gerne noch ein Brotlaib haben. Haben sie noch Brotlaib da? Das wäre cool, weil das möchte ich noch haben. Der denkt sich auch so, was ein Freak, Alter. Wie viel Brot kauft der sich, Alter? Komischer Kerl. Also, wir hauen uns jetzt erstmal das Brotlaib rein. Völlig voll. Sehr gut. Wenn du willst, mach ich mit. Wenn irgendjemand, gerne auch, können wir dann so eine komplette Zuschauerrunde machen. Wenn irgendjemand von euch sich jetzt auf Steam Darwin Projekt, das heißt Darwin Projekt, genauso wie man es spricht, sich runterlädt, kann er sehr, sehr gerne gleich mitspielen. Also, wenn ihr mitmachen wollt, holt euch das Game. Wir spielen das eventuell so in 1-2 Stündchen oder so. Mit wem sprichst du? Mit ihm hier? Ich bin Frank. Du bist... Ach, komm schon, kannst mir nicht mal deinen Namen sagen. Blablabla. Hallo Saver, schön, dass du hier bist. So, mein lieber Frank. Wir versuchen jetzt erstmal eine Hypnose bei dir. Frank sagt etwas Fieses. Ah!
Ram benutzt Hypnose. Es hat keinen Effekt auf Frank. Verdammt. Frank schwingt sein Messer. 19 HP. Frank greift an. 18 HP. Sehr gut. Wir machen auf jeden Fall schon mehr Schaden. Fuchtelt wild herum. 9 HP. Okay. Eine Attacke halte ich noch aus. Frank schwingt sein Messer. 21 HP. Jetzt könnte schon kritisch werden. Weil jetzt müsste ich mich eigentlich heilen. Frank sagt etwas. Oh, zum Glück sagst du was Fieses. Danke. Franks HP sind völlig voll. Sehr gut. Nochmal auf Frank. Sagt was Fieses. Es ist ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, wenn Frank was Fieses sagt. Frank wurde zahm! So schnell geht das. Ich dachte ohne Scheiß, wir sitzen hier jetzt noch viel länger dran, weil das mega der Boss ist. Brain gained 50 XP. Nice. Richtig nice. Sehr, sehr geil. Ach, wir sind jetzt ja schon eine Stunde im Game. Ist das verrückt. Ohne Scheiß, wenn man Earthbound spielt, die Zeit, ne? Ihr könnt euch vorstellen, hinter mir im Hintergrund ist die Zeit, die fliegt einfach vorbei. Die Earthbound macht richtig Bock. Man kann sich in das Spiel so reinleben. Ich kann verstehen, warum das von vielen Leuten das Lieblingsgame ist. Ist noch nicht vorbei. Fehlerfrei. Frank ist unschlagbar. Ach komm schon. Ist deswegen sein komischer Panzer da? Und das ist Frankenstein Mark II. Frankenstein Mark II greift an. Ich denke, ihn kann ich auch nicht einschläfern. Na gut. Ich habe mich gefreut, dass alles gut ist. Generiert einen Dampfstrahl. Einen Dampfstrahl? Holt aus und schlägt zu. 15 HP Schaden. Okay. Ist noch annehmbar, der Schaden. Frankenstein generiert einen Dampfstrahl. Das heißt, er wird jetzt gleich nochmal zuhauen. Frankenstein holt aus und schlägt zu. Nochmal 15 HP. Will ich das jetzt riskieren, mit 30 HP jetzt nochmal anzugreifen? Wir trauen uns das nochmal. Frankenstein generiert einen Dampfstrahl. Eigentlich müsste ich ihn jetzt nochmal angreifen können. Er schlägt uns eine rein. Rammt dich brutal. Nein! Du asozialer Blödpanzer. Och, komm schon. Es war klar. Es war klar. Ah, ich hab mir noch gedacht, der wird irgendeine andere Attacke beim dritten Mal machen. Damit sich jeder Spieler, der denkt, das halten wir noch aus. Gleich können wir uns heilen. Ah. Ich hab grad, glaube ich, mein Audiokabel hier rausgerissen. Nee, habe ich es hier rausgerissen? Ja. Ich habe halt nur so halb gehört. So, sieht so aus, als wärst du nicht ganz bei der Sache. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Ja, ich möchte es gerne nochmal probieren. Ah, shit. Dödödüm. Da schließt sich einfach irgendwas ab von meinem PC. Schade, schade, schade. Trotz dessen müssen wir uns jetzt die ganzen Heil-Items halt nochmal kaufen. Kann ich Ihnen helfen? Jawohl. Ja, genau. Ach, wir müssen das Geld auch noch abheben. Moment. Das hat sich gespeichert. Und weil wir gestorben sind, haben wir keine PP mehr. Okay. Yo, Freunde. Genau. Da oben laufe ich jetzt nicht nochmal lang. Dann gehen wir nochmal einmal kurz im Hotel pennen. Hotel Jetlag Lifestyle. Ho, danke. Das Hotel war ziemlich teuer, ne? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal Geld abheben. Prüfen. Da ich nicht weiß, wie viel Geld wir abheben müssen, damit sollte das auf jeden Fall reichen. Weiß noch nicht mal, ob es unbedingt so wichtig ist, dass wir unsere Psi auffüllen, weil aus dem Grund, wir können ja nicht unbedingt Leute einschläfern lassen bei dem Kampf, das hilft uns zumindest nicht so viel. Die Heilung ist halt gut, aber die Heilung, die wir da haben, die, ja, flasht mich jetzt eigentlich auch nicht so, weil ich das ja auch mit dem Hamburger und mit dem Brotleib hinkriege.
Wie kann man dich denn mal adden, damit man mit dir Darwin-Projekt zocken kann? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es in dem Spiel nochmal ein eigenes Freundesystem gibt. Sonst kannst du mich einfach am besten bei Steam adden. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Also unter dem Stream oder wenn du mobil unter... Wahrscheinlich, wenn du Steam offen hast, bist du auf dem PC. Unterm Stream steht einfach Steam. Einfach da draufklicken, bei Steam adden. Ab geht die Luzi. So, Frank. Ach, du schon wieder. Glaubst du wirklich, du kannst Frankies Frankenstein Mark 2 besiegen? Legen wir jetzt sofort los bei Frankenstein? Das finde ich ehrlich gesagt richtig geil. Weil ich hatte Angst, dass wir jetzt nochmal Frank besiegen müssen und dann erst Frankenstein. Das finde ich gut. Generiert einen Dampfstrahl. Alright. So, wir hauen erstmal rein wie ein Verrückter. So, eine Attacke warten wir noch ab. Also er generiert nochmal. Wir warten nochmal ab, dass er einmal nochmal zuhaut. Dann heile ich mich nochmal voll. Rammt dich brutal. 29 AP Schaden. Arsch. So, wir heilen uns einmal. Generiert einen Dampfstrahl. Also gleich würde uns entweder heftig rammen oder uns wenig Schaden machen. Dementsprechend trotzdem können wir einmal zuhauen. Holt aus und schlägt zu, ist okay. Jetzt können wir auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Generiert einen Dampfstrahl. Frankenstein Mark 2 wurde zerstört. Wenn man erstmal drin ist, dann ist okay. Utsubio, deine Freundeslistenanfrage ist auf jeden Fall gerade reingekommen. Ich habe schon direkt geaddet. 76 Erfahrung und damit auch ein Level up. Wundervoll. Bei mir ist der Download in 2 Minuten fertig. Ja, das Game ist auch nicht so riesig. Das geht einigermaßen. Wenn ihr eine einigermaßen gute Leitung habt, dann ist es in Ordnung. Maximale HP um 3, PP auch. This is my first defeat. Ja, ich kann verstehen, warum das im Deutschpad nicht übersetzt wurde. Das ist, glaube ich, der schwerste Satz im Englischen. This is my first defeat. Nur viele, die Englisch studiert haben, können diesen Satz tatsächlich übersetzen. Ich werde es versuchen. Dies ist mein erster Schwimmbad. Niederschlag natürlich. Failproof Frank is now just failure Frank. It. Failure Frank. I know you've been asking around, so I tell you about Giant Step. Er wird uns jetzt darüber erzählen, über Riesenfuß, wie es ja im Deutschen heißt. It seems to be quite a powerful spot. Some kind of special power is stored there that allows certain people to perform wondrous feats. Also, irgendwas Besonderes ist da oben wohl, irgendeine besondere Kraft, die Leuten halt dazu verhilft, dass man was Besonderes performen kann. However, a monster sucked up all the energy at the spot. Also ein Monster hat sich das alles zu eigen gemacht und es ist schwer, zu Riesenfuß zu kommen. Das ist alles, was er weiß. Wir sollen mehr Informationen uns selber holen. The entrance to the path leading to Giant Step is behind the Turing entrance shack. Perkle, the Mage of Onet, has a key to the shack. Also der Bürgermeister hat tatsächlich den einzigen Schlüssel, um da hochzukommen. Brain, you've become stronger than I. Your adventure is just beginning. Wir sind jetzt schon stärker als Frank und das ist jetzt der Anfang von unserem Abenteuer. Cool! Da ist Frank down! Müssen wir jetzt echt gegen dich nochmal kämpfen? Komm. Ja? Der ist, weil wir jetzt Frank besiegt haben, seid ihr nicht mehr so böse gegen uns? Du bist stark! Du hast mich besiegt. Knapp.